Die Bayern in Schale geschmissen. Es ist Champions League. Im Einheitslook mit Anzug und Krawatte auf dem Weg nach London. Ungewohnt früh, schon Sonntagabend, um die vielen Staus und den größten Verkehr zu Wochenbeginn in der englischen Hauptstadt zu meiden. Beim FC Arsenal erwartet die Münchner eine hitzige Partie. Wir spielen gegen guten Gegner aus Champions League. Wir spielen in London und wir freuen uns drauf. Bis jetzt haben wir gute Ergebnisse erzielt, auch in der Champions League. Wird sicherlich ein schweres Spiel, aber wir wollen auch in London gewinnen. Aber der Arsenal spielt zu Hause und die sind immer gefährlich da. Die sind unter Druck, stimmt. Aber wie ich habe es schon früher gesagt, für uns am wichtigsten, dass wir gut spielen und 3 Punkte machen. Ein schwieriges Spiel gegen einen super Gegner. Die stehen mit dem Rücken zur Wand, deswegen werden wir da gefordert sein. Aber ja, mehr als Phrasen kann ich jetzt auch nicht raushauen. Bei dem derzeitigen Lauf der Münchner muss man schon mal ein paar Phrasen bemühen, um Spannung zu erzeugen. In der Champions League sind die Bayern genauso dominant wie in der Bundesliga. 2 Spiele, 2 Siege, 8:0 Tore. Arsenal hingegen hat noch nicht einen einzigen Punkt. Das Gefährliche, die Londoner sind wie ein angeschlagener Boxer. Arsenal ist dafür bekannt, dass sie eine starke Mannschaft haben, technisch stark sind. Es ist eine Mannschaft mit schnellen Spielern, gefährlichen Offensivspielern. Und wir wollen dagegenhalten und wie gesagt in London auch bestehen. Vieles spricht dafür, dass ihnen das gelingt. Mit 19 Spielern reisen die Bayern nach England. Erneut ohne Arjen Robben, aber wieder mit Kingsley Coman.